Hi ho, es geht weiter mit Let's Play Xenoblade Chronicles. Im letzten Mal haben wir Postbote gespielt und Rosemarie wollte sich an Schurk ranmachen, was Ryan so sehr gestört hat, dass er vor lauter Verwirrung und Aufregung die Treppe nicht mehr gefunden hat und wie wild im Kreis gerannt ist. Ha, so, haben wir die Gespräche und danach Männerjagd für Rosemarie. Dunban und Schala jederzeit. Na dann, jederzeit würde ich sagen, am besten mal jetzt, sobald ich meine Stoppuhr angemacht habe, die ich vergessen habe, wie ich gerade gemerkt habe. Das Spiel braucht eh so lange zu laden. Dann kann ich das nebenbei machen. Okay. Dann Bens rechter Arm. Dann Ben, wie geht es eigentlich deinem Arm? Meinem Arm? Die anderen haben mir erzählt, was damals passiert ist. Vor einem Jahr im Schwerttal. Es muss sehr schmerzhaft gewesen sein. Du machst dir zu viele Sorgen. So schlimm ist es nicht. Es könnte wieder so vorwurfsvoll negativ sein. So schlimm ist es nicht. Ich habe mich daran gewöhnt, meine linke Hand zu benutzen. Ich komme gut zurecht. Dank des Monados konntest du die Schlacht damals entscheiden. Aber der Preis war hoch. Mein Verlust war ein geringer Preis für unser Ziel. Dann steht es also doch schlimm um den Arm? Ich bereue nichts. Ohne das Monado hätten wir die Mekko nicht zurückgeschlagen. Ich habe getan, was ich tun musste. Wieder so ein dramatischer Spruch. Immer musst du so stark tun. Ohne euch wäre ich heute nicht einmal dazu in der Lage. Und dann plötzlich solche Bescheidenheit. Findest du das unpassend? Nein. Eigentlich finde ich es sogar ganz süß. Schala, wrong guy. Eine Bitte. Sag Ryan nichts von dem, was ich dir gerade gesagt habe. Ich will ihn nicht enttäuschen. Ach. Gut, ich schweige. Versprochen. Ja, damals ist er schon so ein bisschen so ein Vorbild für Ryan. So ein bisschen irgendwie. Okay, wir haben noch ein Harmoniegespräch beim Landeplatz. Plopp. Und beim Park. Park. Ich habe Park aufgeschrieben. Wahrscheinlich meine ich den Park, wo Nopperek manchmal abhängt. War ein Harmoniegespräch? Wir werden sehen. Wir müssen uns ja eh auf Männerjagd für Rosemarie machen. Sie sucht, ich glaube, es waren 3 Homs und ein High-End-Tier. Wobei, ganz ehrlich, so viele High-End-Tier gibt es gar nicht in dem Dorf. Ich muss ja die Beschreibung nochmal durchlesen von der Quest. Da stand irgendwie genaueres über die Charaktere. Und wo war das Harmoniegespräch hier? Wo war das Harmonie? Da ist es, glaube ich, oder? Ist es sogar da oben? Ist es oben oder muss ich runter? Sei oben, bitte. Jawohl. Bist du ein Blümchen, Harmoniegespräch? Ja, Ryan und Dunban. Ja, das passt ja, nachdem Ryan und Schala eben noch über... Nachdem Dunban und Schala eben noch über Ryan geredet haben, so viele Namen. Ich bringe sie ja durcheinander gerade. So, die legendäre Schlacht. Ein Jahr. Schon ein ganzes Jahr liegt die Schlacht im Schwerttal zurück. Ja. Der Kampf gegen die Mekkon hat ziemlich viele Opfer gefordert. Ich frage mich gerade, wann habe ich dieses Let's Play angefangen? Das ist bestimmt auch schon ein Jahr. Das ist bestimmt mindestens schon über ein Jahr her. Das war ja Part 1 quasi mit der Schlacht im... Oh mein Gott. Manchmal glaube ich fast, dass ich vom Unglück verfolgt bin. Wieso habe ich diese Schlacht überlebt? Die Schlacht, in der so viele meiner Kameraden gefallen sind. Na, ich bin heilfroh. Sag sowas nicht. Ach, Ryan ist froh, dass Dunban da ist. Ich bin heilfroh. Und denk mal an Fiora. Hast du vergessen, wie überglücklich sie war, dich wiederzusehen? Nein, natürlich nicht. Und wie geschockt sie war, als sie deine Verletzungen gesehen hat. Erinnere mich nicht daran. Ja, warum nicht? Das muss bitter gewesen sein. Niemand will blutüberströmt von seiner Schwester gesehen werden. Aber ob du es glaubst oder nicht, ich habe dich damals beneidet. Beneidet? Darum, dass ich an der großen Schlacht teilhaben durfte? Ich war ein Soldat der Truppe, genau wie du. Ein Soldat, der darauf brannte, sich im Kampf zu beweisen. Du warst jung, zu jung, um in den Krieg zu ziehen. Aber im letzten Jahr bist du viel reifer geworden. Du bist jetzt stark. Sowohl körperlich als auch geistig. Ach echt? Eines Tages werde ich so stark sein wie du, Dunban. Und dann werde ich alle beschützen. Dich auch. Oh, das nenne ich eine Ansage. Aber denk nicht, dass ich es dir leicht machen werde. Ich werde das Feld nicht ohne weiteres räumen.
Ja, dann streng dich mal an, wenn Held der Homs. Ich meine, Ritter der Homs. Na, ja, Ritter der Homs. Dann, Ben. Jo, ab in die Stadt. Ab in die Stadt und auf Männerjagd gehen. Und das eine Harmoniegespräch noch. So, ist hier irgendwo. Du bist zu jung. Ist hier irgendwo ein Mann? Moment, ein Noppon. Was nicht? Feinschmecker, Noppon? Feinschmecker, Noppon klingt sehr nach hier irgendwo. Hoko oder Poka Poka? Poka Poka. Rosemarie mag Poka Poka. Poka Poka, aber nicht Rosemarie. Mag nur essen. Kann Rosemarie kochen? Dann vielleicht interessant. Ich möchte eigentlich keinen Menschen mit einem Homs verkuppeln. Also nicht, dass ich irgendwas gegen rassenübergreifende Beziehungen hätte, aber nein. Nein, nicht unbedingt. Nicht unbedingt. Und da sie ja uns quasi, eigentlich hat sie uns niemanden vorgeschlagen. Eigentlich hat sie uns gebeten, jemanden zu holen. Aber ich meine, da in der Questbeschreibung 3 Homs stehen und 1 Noppon, wird es wahrscheinlich auch auf einen Homs hinauslaufen. So. Harmoniegespräch. Harmoniegespräch. Park. Park? Park. Hi, Park. Fiora und Ricky. Fiora und Ricky im Park. Klingt nach ganz viel Spaß. Yay. Vielleicht spielen sie in den Brunnen. Brunnen. Ricky will im Brunnen spielen. Spielt Fiora mit Ricky im Brunnen? Zeit der Ruhe. Oh, Ricky mag keine Ruhe. Bei Ruhe kann man nicht spielen. Ricky steht auf Brunnen. Was für ein schöner Park. Er ist ganz anders als in Colony 9. Wie sah der Park in Colony 9 aus? Diese oben mit dieser Aussichtsplattform mit dem Baum, wo wir am Anfang dieses Sandwich gegessen haben. Sonst war da kein Park, oder? Ach, egal. Oh, Park erinnert Fiora an etwas? Ja, an einiges. Shirk Ryan und ich haben früher oft im Park von Colony 9 gespielt. Ricky mag Erinnerung auch. Und Ricky mag Tour. Schöner Park. Wunderschön, nicht wahr? Nicht jede Erinnerung ist gut. Wunderschön, nicht wahr? In der Natur fühle ich mich völlig ausgeglichen. So lebendig. Oh, Ricky auch, Ricky auch. Gras flüstert, Baum spricht. Flüstern und sprechen? So kann man es natürlich auch sehen. Du vermisst bestimmt dein Zuhause, oder? Oh, Fiora, so klug. Ricky, nein, Fiora versteht. Nein, Ricky, was? Oh, Ricky verwirrt. Fiora versteht, was Ricky sagt. Versteht, was Ricky fühlt. Das ist ja Zufall. Ich mag deine Denkweise. Wenn ich dir zuhöre, habe ich ein warmes Kribbeln im Bauch. Es fühlt sich richtig magisch an. Echt? Ricky hört zum ersten Mal. Noppon normalerweise unmagisch. Schon gut, Ricky. Du musst doch gar nicht magisch sein. Bleib ruhig, so wie du bist. Ricky nicht verändern? Also Ricky gut, ja? Freu. Ja, du bist immer derjenige, der uns alle aufheitert. Weiter so. Oh, macht Ricky gerne. Ricky will, dass Freunde mit den besten Zeiten ihres Lebens haben. Oh. Dann auf, du lustiges Fellknäuel. Zeit, gute Laune zu verbreiten. Ricky dafür immer zu haben. So, Wurfpieser Ryan, werde ihn zu fröhlichem Hammer machen. Oh. Ich muss mir vorstellen, wie Ricky jetzt zu Ryan rennt, die auf den Kopf springt und ihn ärgert und Ryan hat die Krise bekommen, sondern Ricky einfach nur lacht. Ach, schön. Schön. So. Ich suche. Moment, wollte sie nicht auch ein High-End-Tier haben? Nicht 3 Homs. 2 Homs, ein High-End-Tier. High-End-Tier. Wann haben wir ein High-End-Tier? Sie haben. Moment. Ist da gerade. Oh. Bist du nicht voll alt? Entschuldige, aber bist du nicht voll alt? Denkt ihr, dass Rosemarie mir interessiert ist? Also besitzt ein Homs tatsächlich einen Sinn für meine Poesie? Das ist das erste Mal, dass ein Homs meine Gedichte mag. Bitte erzählt mir mehr über diese interessante Homs-Dame. Das klingt zumindest besser als bei Poker. Hast du noch eine andere Quest für uns? Seid ihr das etwa gewesen? Habt ihr der alten Machina geholfen? Neonic, ja, was von wir? Ich spiele mit dem Gedanken, ein Gedicht über sie zu schreiben. Doch ich scheine bei ihr auf taube Ohren zu stoßen. Sie zweifelt wohl an meinen Motiven. Ach, ob mein Aussehen wohl schuld daran ist? Welches verkehrte Rumpf, da ist was im Busch. Ja, sieht so aus, was ist los? Würdet ihr sie vielleicht von meinen Absichten überzeugen? Nichts möchte ich lieber, als ein literarisches Denkmal zu setzen. Ein Denkmal, hört ihr, nur für sie. Ich brauche wirklich eure Hilfe. Geht zu Neonic und redet ihr ins Gewissen. Sollte sie sich danach immer noch weigern, dann holt einen Tobogan-Flügel aus dem RF-Meer. Bringt ihn ihr und erzählt mir dann bitte, wie sie darauf reagiert hat. Sollte das alles nichts helfen, werfe ich das Handtuch. Was für ein Flügel?
Okay, erstmal zu Neonic. Ich danke euch, habt viel Erfolg. Ihr seid sehr wortgewandt, ich hege großes Vertrauen in euch. Pifax, kann mir Hellenporn! Wir zählen auf dich, Hellenporn! Ah, Hellenporn unbesiegbar! Neonic war, glaube ich, nachts beim Dorn. Oder tagsüber beim Dorn. Egal, jetzt habe ich schon Nacht gemacht. Jetzt gucken wir erst nachts nach. Nachts nachgucken. Moment, da ist noch was. Peppino? Für Rosemarie, du hast schon eine Freundin. Rosemarie ist an mir interessiert? Der Name kommt mir bekannt vor. Kommt etwas Colli 9? Ich glaube ja, aber ich bin nicht sicher. Ich habe mir geschworen, mein altes Leben hinter mir zu lassen. Sag dir, ich habe kein Interesse. Trotzdem hast du schon eine Freundin. Aber okay, wahrscheinlich kann man die Quest machen, bevor die Sache mit N hier läuft. Beziehungsweise, wenn man nicht N eingeladen hat, sondern Z, dann ist das, glaube ich, auch nicht Peppino, sondern jemand anderes, den man dann einladen kann. Ach, anderes Pairing halt. Das war doch tagsüber. Stimmt, also Don ist ja auch tagsüber da. Neonic. Ihr möchtet mit mir über den Dichter sprechen, nicht wahr? Ich wollte gucken, wie alt er ist. Ich weiß nicht warum, aber ich kann diesem Mann nicht vertrauen. Ich werde mich doch nicht der Lächerlichkeit preisgeben, egal wie oft er mir seine Ernsthaftigkeit beteuert. Hilf deinem Nachbarn, das klingt voll nach Ricky. Jura ist eine gute Person, ist Lehrer von Marmala. Warum sollte jemand ein Gedicht über mich schreiben wollen? Er hat bestimmt Übles vor. Maschinenfrau mag Ricky's Idee nicht. Ricky muss feste daran denken, neuen Plan erfinden. Dann denk mal feste nach, Ricky. Was für ein Flügelding brauchen wir? Vom schwebenden Riff Nummer 9. Ja, das klingt doch zumindest schon mal... Also, das ist schon mal eine Angabe, mit der ich was anfangen kann. Schwebendes Riff Nummer 9. Schwebendes Riff Nummer 9. Haben wir die Gespräche haben wir gemacht? Peppino, Jura... Uns fehlt noch ein Homs. Hom, ich mal gucken, wie alt Jura ist. Ich renne die ganze Zeit rum, weil ich genau wusste, dass ich noch irgendwas machen wollte. Ein Hom fehlt uns noch. Doch wer der ganzen Hom-Homs könnte es sein? So, Moment, hier ist Mama, dann ist Jura hier. 167 und sie ist 22. Ich weiß ja nicht. Nick, 36. Er ist in der Nähe von ihr. Und sie sind beide nachtaktiv. Ha. 18 bis... Wo ist Nick? Ich weiß, dass er der Schüler von... Wo ist Nick hier in der Kolonie? Es muss eigentlich einer von den beiden im Endeffekt sein, weil sie ist hier. Im Harmoniediagramm. Also man sieht schon, dass entweder hier ein Strich kommt oder dass hier ein Strich kommt. 167 und 22... Ich weiß nicht, ob wir die Wahl kriegen, wenn wir verkuppeln wollen. Ich glaube, Nick wäre besser, aber irgendwie wäre es interessant, wenn wir sie mit dem Opa verkuppeln. Es ist ja kein Opa. Es ist ja 167 bei Entias ist ja... Habe ich mal gesagt, wie alt Melly ist? Das wird im Spiel, glaube ich, gar nicht erwähnt, aber es wurde in irgendeinem offiziellen Charakterbuch oder keine Ahnung, was Melly ist. Ich bin nicht ganz sicher, aber ich glaube 80, 84... Irgendwas mit 8 am Anfang auf jeden Fall, ja. Also irgendwas zwischen 80 und 89, sage ich jetzt mal. Ich glaube, es war 84. Ihr könnt ja auch mal einfach irgendein nachgucken. Oder ich gucke mal nach und sag's euch, wie auch immer. Ja, Melly ist 84 und ich finde, sie wirkt auch nicht so alt. Sie wirkt eher wie 18? 21? So ein bisschen älter als Ryan und Shulk vielleicht. Ja, aber auf jeden Fall. Und sie wirkt nicht so alt wie Dumben und Ricky. Na gut, Ricky ist... Oder, ja, okay. Ricky ist ja auch 42 oder so. Ja, egal. Deswegen ist der 167 Opa Herr Entiak eigentlich gar nicht so viel älter. Egal. Hallo, Nick. Rosemarie ist mir interessiert. Das kommt ziemlich überraschend. Nun, sie ist schon ein wenig exzentrisch, wenn er mich fragt. Aber ich kann nicht sagen, dass ich mich nicht darüber freue. Also freust du dich? Das ist gut. Schwebendes Riff Nummer 9. Bevor ich es vergesse. Schwebendes Riff Nummer 9. Haben wir da noch einen Boss? Da haben wir noch einen Boss. Ich habe nämlich gerade auf meine schlaue Liste geguckt, wo ich noch Bosse aufgeschrieben habe. Ich habe nämlich erstmal die ganzen Bosse raufgeschrieben, die wir schon von Spielbeginn an... Oh, das ist kein Reisepunkt. Hätten machen können.
Weil einige Bosse sind ja erst nach dem Erkundungskern aufgetaucht. Die habe ich ja extra aufgelistet in der tollen Liste unten in der Beschreibung. Und ich habe jetzt erstmal die rausgeschrieben, die wir schon die ganze Zeit hätten machen können. Theoretisch hätten machen können, wenn das Level nicht viel zu ultra brutal gewesen wäre. Und da steht auch dabei, schwebendes Riff Nummer 9. Na, dann suchen wir den Boss doch gleich mit, nicht wahr? Was steht denn auf meiner schlauen Liste? Da steht unten. Okay. Schwebendes Riff Nummer 9, unten. Chromen, okay, eigentlich dürft ihr nichts Gefährliches sein. Wir sind Level 98 Hieropon. Eigentlich kann ich hier gefahrlos durchlaufen. So, schwebendes Riff Nummer 9. Ich hoffe, ich bin jetzt richtig gelaufen. Schwebendes Riff 9. Da ist sogar ein Quest-Symbol. Da fliegt ein Telefia. Okay. Ist das Quest-Symbol hier oben oder ist es unten? Und war es schon immer da? Wir haben es übersehen oder ist es jetzt erst gespawnt? Fragen über Fragen. Über Fragen. Überfragen. Ich sehe es nicht. Vielleicht ist es doch unten. Ich sehe es wirklich nicht. Also entweder ich übersehe es oder es ist unten. Aber der Boss ist unten, von daher. Whee, runter. Na, da war es. Ich habe es gesehen. Da ist es. Yay. Kann sein, dass wir es noch nicht hatten, weil als wir einmal hier unten waren, waren hier ziemliche Brutalo-Monster. Zum Beispiel diese Carbonschröte Level 89. So, ist hier jetzt irgendein Boss? Ich habe aufgeschrieben, dass hier ein Boss ist. So, die Frage, ob er gespawnt ist, nicht wahr? Carbonschröte. Vielleicht ist der Boss auch zu einer anderen Zeit hier. Oder wie gesagt, er denkt sich so, nö, ich spawne nicht. Carbonschröte. Carbonschröte. Vielleicht ist es eine der Schröten, der Boss. Dachte ich jetzt, aber es scheint alles nur normale Schröten zu sein. Warum? Oh mein Gott, bin ich gerade erschrocken. Hallo? Okay, ich nehme es zurück. Entschuldige bitte, ich wollte dich nicht beleidigen, indem ich sage, alles sind normale Schröten hier. Ich meine, du bist eine ultra special mega Weizagamai Schröte. Weizagamai? Okay. Hab mich da gerade irgendwann von hinten angepokt. Was pokt mich da an? Was? Ein Level 33 Krana. Pokt mich an. Okay, wenn du meinst, hat sich ausgepokt. So, Schrötenboss. Fersefresser. Nein. Hör auf damit. Was ist, er hat Brians KP halbiert? Nicht ganz halbiert. Aber er hat es nicht halbiert, aber hat er mehr als 99 verwirrt. Egal. Jedenfalls hat er Ryans KP reduziert. Sagen wir einfach so. Jo. Er hält ganz schön viel aus, aber das ist in Ordnung. Wir haben keine Heilerin dabei, aber das ist auch in Ordnung. Denn Fiora kann sich selbst heilen und wirklich kann ein bisschen heilen. Und Ryans KP füllt sich nicht mehr auf. Na gut, schade. Jetzt, genau. Jetzt ist seine maximalen KP wieder aufgefüllt. Plopp, da kann ich ein bisschen heilen. So. Ryan geheilt, den tapferen Soldaten. Der dem Ritter Danban nacheifert. So, Chain Attack zum Abschluss, Chain Attack zum Abschluss. Komm schon. Sidekicks, voller Ricky. Fiora, reicht das schon? Nein? Okay. Ryan, mach's ganz episch mit einer Schwertramme. Oh yeah. Harmony, Münze. Ja, not bad. Computervirus. Fiora, hast du das schon gelesen? Technikbücher haben auch nicht alle. Mal gucken, ob ich die noch zusammensammle irgendwann. So langsam. Wobei, nicht gelesen. Sehr schön. Computervirus. Yay. Können wir gleich mal, das war falsch, aufleveln, wollte ich sagen. Gleich mal aufleveln. Fiora, Computer. Oder ich level das erstmal fertig. Computervirus. Ach, den benutze ich ja gar nicht mehr. Den habe ich ja nur am Anfang drin gehabt. Den habe ich ja irgendwann rausgenommen. Ah, na gut, leveln wir Luftklaue. Hui, fertig. Jo, was haben wir hier noch? Bestimmt nichts Tolles, weil es nur der Kraner war. Kranerbörse, na gut. Wir waren wegen dem Item hier. Das Item haben wir, also können wir zurück. Jawohl. Zurück. Haben wir noch Harmoniegespräche beim RF mehr? Wo ist meine Liste? Ja. Nein, haben wir nicht. Haben wir nicht. Jura.
Nein, Neronic. Neronic. Neronic, sollten wir das Dings da bringen? Die Quest war zwar eigentlich von Jura, aber wir sollten das Dings zu Neronic bringen. Neronic, ich habe einen Flügel aus dem RF-Meer für dich und soll seine Reaktion testen. Ich hoffe, sie erschrickt sich nicht nach dem Motto, oh mein Gott, was ist das? Ah! Ob Machina es überhaupt kennen? Ihr seid es wieder. Ich hoffe, ihr wollt mich nicht umstellen. Das klappt nicht. Ich habe euch doch gesagt. Ist das ein Toboganflügel? Ich habe nie etwas Schöneres gesehen. Wir Machina kennen das nur aus Märchen und Erzählungen. Aber warum habt ihr ihn mir gebracht? Ach, der Dichter wollte mich damit überreden. Verstehe. Überraschenderweise scheint er doch etwas von uns zu verstehen. Offen gesagt bin ich doch etwas geschmeichelt. Sagt ihm, dass er sein Gedicht schreiben kann. Das freut mich aber. Was soll schon passieren, wenn er ein Gedicht über sie schreibt? Ich meine, sie kann ihn ja quasi darum beten, dass er es ihr jetzt erst zeigt, bevor er es veröffentlicht oder so. Damit sie mit dem Inhalt einverstanden ist und da nicht irgendwas Fieses, Böses drin steht. Aber ansonsten... Yes. Sie hat euch ihre Erlaubnis erteilt. Das sind wunderbare Neuigkeiten. Toboganflügel sind bei der Machina hoch angesehen. Ich nehme an, sie hat sich darüber sehr gefreut. Habt ihr übrigens schon meine krassen fancy Schuhe gesehen mit dem Leuchtdings hinten dran? Ha, die sind cool, oder? Der Toboganflügel hat wahrlich Wunder bewirkt. Man darf eben seine Träume niemals aus den Augen verlieren. Nun können wir die Gegenwart des jeweils anderen genießen. Ich danke euch aus tiefstem Herzen. Danke. Freu. Regio war glücklich. Was erzähl ich? Brot ist Heldenpfand, nicht wahr? Ja, Brot toll, nicht jeden Tag, kennen wir schon. Ich sage lebewohl, denn es zieht mich nun zu Neronic. Okay, ich schipp dich nicht mit Rosemarie. Du hast jetzt Neronic gefunden. Ist in Ordnung. Ist in Ordnung. Also ich weiß nicht, ob ihr jetzt ein Pärchen seid, aber vielleicht. Ich bin ja so überaus glücklich, dass ich hierher gekommen bin. Wäre ich nicht in diese Kolonie gezogen, mein Leben hätte sich wohl nie derart zum Guten verändert. Na gut. Na gut. Quatsch mir Neronic nochmal an. Ich glaube, diese Treppe habe ich noch nie benutzt. Oder? Ich glaube nicht. Immer nur die obere. Die untere da noch nicht. Da haben sie immer den großen Bogen gelaufen. Hey, Neronic. Was sagst du dazu? Als ich hier eintraf, war dieser Ort kaum einen Blick wert. Aber schaut ihn euch jetzt an. Dass in dieser Kuppel etwas so Schönes entstehen konnte. Ja, das war harte Arbeit, sage ich dir. Sehr, sehr harte Arbeit. Okay, also wenn wir die Wahl haben zwischen allen vier Leuten, dann möchte ich Rosemarie mit Nick shippen, weil er ist irgendwie einsam und alleine in der Ecke am Trainieren. Das können wir doch nicht zulassen, oder? Das können wir doch nicht zulassen, oder? Rosemarie! Rosemarie war nachtaktiv, genau wie Nick. Genau, deswegen ist sie hier tagsüber nicht hier. Vollkommen logisch, nicht wahr? Na, Ryan, diesmal mit auf dem Balkon oben. Willst du nicht unten rumrennen? Willst du nicht unten rumrennen? Ach komm, Ryan. Vielleicht kriegen wir es nochmal hin. Komm mit. Ryan. Jetzt hängt er nicht ernsthaft oben fest, oder? Okay, Ryan. Du hast definitiv ein Problem mit Rosemaries Balkon. Das ist vollkommen in Ordnung. Ich kann das irgendwie nachvollziehen und habe ich ihn jetzt wieder runtergeglitscht. Nein, ich werde das geschafft. Okay, Ryan, du darfst mit hoch. Nick, ja, den habe ich gesehen. Nicht übel, der Kerl. Peppino, nein, danke, den lieber nicht. Poker? Das ist doch ein dicker Noppern. Wow, Rosemarie, pass auf. Pass auf, was du über Noppern sagst. Jura? Oh, jetzt ist es interessant. Jura sieht richtig gut aus. So reif und erwachsen. Ihr habt euch wacker geschlagen. Hätte ich euch nicht zugetraut. Nun gut, zwei von euren Vorschlägen waren echt daneben. Aber Nick und Jura sind zwei richtige Schnuckelchen. Oh, freu. Regio war glücklich. Und jetzt kommt der leichte Teil. Mit meinem weiblichen Charme werde ich die beiden betören. Beide? Beide? Nick ist ein lustiges Kerlchen. Viel lustiger als alle anderen. Aber als charmant würde ich ihn auch nicht gerade bezeichnen. Hi, Dad. Aha. Jura ist ein liebenswerter Mann, findet ihr das nicht auch? Als ich das erste Mal einen Herr Entia sah, bin ich erschrocken. Aber eins muss man ihm lassen, er ist ein waschechter Kavalier. Okay, ich möchte das Harmoniediagramm checken. Das ist nicht das Harmoniediagramm, das ist das Questlog-Dingsbumsdung.
So, hat sie jetzt schon Verbindungen zu den beiden? Oh ja, richtig, hier. Hat Interesse. Will den Richtigen treffen. Ah. Er hat sich gerade mit Neonic angefreundet. Und sie sind... Ich wollte gerade sagen, sie sind ungefähr gleich alt, aber Neonic ist 9892 Jahre alt. Nick. Ach, ich glaube, wir nehmen Nick, wenn wir die Wahl kriegen. Oder? Sind wir mal so nett zu Nick. Schauen wir mal, ob er was dazu zu sagen hat. Weil es klingt irgendwie nicht so, als ob die Quest damit jetzt fertig wäre. Das wäre ja total... Das wäre sehr unbefriedigend. Ich möchte wissen, wie die Story endet. Nick, bist du da? Ja, du hast eine Quest. Perfekt. Oh, hallo. Ich wundere euch was, Leute. Seit ihr mich hier eingeladen habt, läuft alles super. Mein Leben scheint völlig umgekrempelt. Erst neulich... das war nicht besser für mich. Muss ja nicht alles erzählen. Entschuldigt die Heimlichtuerei, aber ich brauche eure Hilfe. Hey, Beweiswissen, sag. Ricky, du bist so toll. Du weißt es bestimmt im Handumdrehen regeln. Natürlich, Pflicht des Heldenporn. Schon gut. Ihr wollt erst wissen, worum es geht. Also gut, ich werde es euch erzählen. Ich habe ein Mädchen namens Rosemarie getroffen. Sie ist wirklich bezaubernd. Und naja, ich würde ihr nun gerne etwas schenken. Aber all der Krempel in den Läden hier scheint nicht angemessen. Es ist einfach alles nicht gut genug für sie, versteht ihr? Ich brauche 2 Mar Eisenherzen von Magna Maren. Könntet ihr mir welche beschaffen? Ich glaube schon. Wahrscheinlich haben wir sogar schon welche. Ja, danke, Leute. Ich muss nur etwas vorbereiten. Wenn ihr sie gefunden habt, bringt sie einfach vorbei. Perfekt, Kamele für Heldenporn. Ich glaube, es war gerade eine Quest mit einer Uhr dran. Das heißt, zeitlich begrenzt. Das heißt, wahrscheinlich kann man auch eine Quest bei Jura annehmen und dann nur eine von beiden erledigen. Ich habe mich jetzt für Nick entschieden. So, wer bist du denn? Hier wird Mine ordentlich zurechtgemacht. Wenn wieder offen, Äthermine da unten zugänglich. Könnt dort ganz, ganz tolle Ätherkristalle finden. Juhu! Das schreit doch auch noch nach einer Quest. Der Part ist mir so lang, sehe ich gerade. Oh mein Gott. Ich werde auch screen die beiden Eisenherzen sammeln. Dann bringen wir beim nächsten Mal zu Nick und gucken dann, was Rosemarie dazu zu sagen hat. Also dann. Ciao, ciao.